Freunde, sind wir noch mal kurz bei Hollys Sportkaschemme. Von einer halben Stunde die Aufstellung erhalten und es ist eigentlich eine vernünftige Aufstellung, nicht so eine ängstliche. Und so eine Aufstellung wie heute, auswärts in Freiburg, im Schwarzwald, wünscht man sich mal zu Hause in Müngersdorf. Also, ich weiß jetzt natürlich, ob auch Risiko geht. Wie gesagt, Hector ist wieder mit dabei. Horn im Tor ist klar. Dann wird er wahrscheinlich ein 3-5-2 spielen oder ein 4-2-3-1. Man wird sehen. Links Hector, Bono und Meret. Zwei Sechser, Özcan und Skiri. Dann rechts Wolf, zentral Duda. Links Jakobs und vorne in der Spitze Modest. Hoffentlich bekommt der Modest auch heute mal ein paar Bälle. Ansonsten weiß ich nicht, was wir da machen wollen, da vorne im Sturm. Andersen oder Avogadare, es ist eigentlich im Grunde genommen egal. Die Leute brauchen Bälle vorne. Ja? Und ich kann mich nicht, klar muss ich hinten vernünftig verteidigen, muss hinten sicher stehen, aber ich muss da Nadelstiche setzen. Ich muss vorne auch mal pressen. Im Breisgau wird es mit Sicherheit nicht einfach. Ich denke mal, dass der Herr Gisdol auch gewarnt hat für Freistoßen oder ganz allgemein Standards vor Griffo, der ja fast aus jeder Situation irgendwo ein Tor macht. So, und das nächste Mal werden wir die Neuzugänge oder Abgänge etwas näher beleuchten, denn der Herr Held möchte ja noch ein paar Spieler loswerden. Was ich nicht verstehe, wer macht eigentlich die Scouting-Abteilung in Köln? Also irgendwo müssen wir da auch mal einen Treffer landen. Ja? Auf der rechten Seite habe ich einen Spitz vergessen, weil ich noch was dazu sagen möchte. Es ist mit Sicherheit ein lieber, guter Kerl. Aber seht ihr den Spot hier vor dem Spiel? Beobachtet mal richtig den Benno Schmitz. Also, das glaube ich, spiele ich auch noch. Der Horn spielt ihm den Ball zu, er spielt ihn wieder zurück. Oder spielt 4 Meter ins Mittelfeld. In der Offensive kommt da gar nichts. Und heutzutage von ein modernen Abwehrspieler. Ich erwarte ich aber ein paar Offensivakzente. Ja, ob der Kimmich, wo der früher bei Bayern hinten rechts gespielt hat, ist zwar eine andere Sache, aber ich muss da mal in der Offensive was bringen. Ich muss da auch mal als Außenverteidiger oder als Abwehrspieler mal so zwei, drei Flanken reinbringen. Siehe früher oder ganz früher Manny Kals. Aber da kommt doch gar nichts. Und da sehe ich ein Problem, gerade auf der Stelle. Links haben wir genug Leute. Jakobs, Kaderbach, Hector, der Rex Berschei kann da spielen. Also da haben wir genug. Aber hinten rechts, das ist eine riesengroße Baustelle. Da wird immer nur geflickt. Und ich weiß auch nicht, warum der Eshuaibouye weg soll. Ja, dann hatte ich ja gar keinen mehr da. Also den würde ich behalten. Der hat zwar ab und zu mal so Aussetzer, wie das eben halt bei den Leuten ist, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber der hat zumindest eine nötige Schnelligkeit. Ja, ich erinnere mal an das Tor, ich glaube, es war sogar zu Hause gegen Freiburg, wo wir 4-0 gewonnen haben, wo er da durchgegangen ist. Der bringt die gewisse Schnelligkeit und der hat dann auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Nur der Benno, wie gesagt, ist ein lieber guter Mann und auf der Position haben wir Probleme. Wir hatten damals einen Bader, der spielt heute noch nicht mal in Darmstadt. Das ist grauenhaft. So, Freunde, da wollen wir hoffen, dass das gut ausgeht. Es ist gerade Halbzeit, Bayern 2 gegen 1860 München. Ganz aktuell, Zirkzee hat Rot bekommen, völlig zu Recht. Ist dem Hiller mit der Sohle vorneweg ins Gesicht gesprungen. Und jetzt wird man sehen, was mit dem Zirkse ist, weil der FC wollte den ja wahrscheinlich auch verpflichten, obwohl ich nicht weiß, was wir mit dem wollen. Tut mir leid. Da haben die Bayern zwei ganz andere attraktive Spieler auf Positionen, die wir wesentlich nötiger gebrauchen als so eine Sache. Der Thielmann kann vorne drin spielen, der Modest kann vorne drin spielen und der Avogadro oder wie er auch immer heißt. Scheiß drauf. Aber ein Zirkse brauche ich nicht. Der hilft uns auch nicht weiter. Jetzt bin ich gespannt, wo der Uner kommt. Der Frankfurter Eintracht war da dran. Der wird ja jetzt wahrscheinlich erst mal 3 oder 4 Wochen Sperre kriegen. Ne? Dann ist so gut wie der Februar auch rum. Und für 3 Monate verpflichte ich nicht noch einen Spieler. Das ist zwecklos. Oder ich muss total von dem überzeugt sein, dass es eine Riesengranate ist. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gut, selber schuld. Kann uns auch irgendwo am Arsch vorbeigehen. Wichtig ist, dass wir heute punkten. Und wenn wir heute punkten, beziehungsweise wenn wir noch einen Dreier machen, Freunde, verspreche ich euch, melde ich mich heute noch einmal. Da wird mir schon die nötigen Sachen einfallen. Dann werden wir das Spiel mal Revue passieren lassen. Genau wie den restlichen Spieltag heute bei der Bundesliga. Und wir werden in Zukunft nochmal näher die zweite und dritte Liga beleuchten. Aber da kommen wir dann später zu. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Samstagnachmittag und ja. Auf geht's, FC!